vorherigen Kongress waren die Mieter dort durch den Deutschen Mieterbund vertreten. Und der Mattner, der Präsident der CIA, hat Rips, der Präsident der Deutschen Mieterbund, so beschrieben: Rips hat sich immer unabhängig gezeigt in Frage des Eigentums. Also ich frage mich, wie man Mieter vertreten kann, wenn man unabhängig ist in Frage des Eigentums und die Interesse der Wirtschaft berücksichtigt. Also eigentlich sollte man nie unabhängig sein, sondern sollte man an Seite der Mieter stehen und nach Enteignung fragen. Der nächste Redebeitrag ist, erstmal kommt ein Lied von Klaus, dann kam noch ein Redebeitrag von Media Spree Versinken und der Nachbarinnen, der Nordkiez lebt. Jo, hallo Leute, ich wurde ja angekündigt hier als Media Spree, ich bin aber nicht mehr bei Media Spree. Ich bin beim Bündnis Zwangsräumung verhindern jetzt. Aber damals bei Media Spree versenken, das ist jetzt 2004 gewesen, als die Sache losging, da wollten wir ganz andere Spreeufer. Wir wollten eine Welt haben, oder hier irgendwie zwischen Friedrichshain und Kreuzberg eine Welt haben, wie sie am besten vorher war. Das war okay, jede Menge Spaß konnte man hier haben an beiden Seiten des Ufers. Und dann kamen die scheiß Investoren, die gleichen Arschlöcher, die jetzt auch hier wieder drin in der Halle sitzen. Und da sind ja scheinbar auch so ein bisschen die Fronten geklärt. Ich habe gerade mit einem von denen so ein bisschen pöbeligen Kontakt gehabt. Er meinte, wir können nicht rechnen. Irgendwie, wir sollen mal früher aufstehen. Und vor allen Dingen, irgendwie mal ein bisschen arbeiten gehen. Super Idee, habe ich gedacht. Irgendwie kann ich aber alles nicht. Will ich auch gar nicht lernen. Geld finde ich richtig scheiße. Aber nochmal zurück zum Mediaspray versenken. Damals waren wir 30.000 Stimmen haben wir eingesammelt damals gegen die Bebauung hier. Und das war ja irgendwie so eine, da hat sich ja mal wieder die Demokratie völlig delegitimiert, weil hinterher ist ja nichts mehr rausgekommen, 0,0. Wir hatten damals auch von anderen Leuten bei uns aus der Initiative schöne Vorschläge gemacht, wie wenn überhaupt bebaut werden kann, wie das aussehen könnte, dass man es überhaupt ertragen kann, wenn man sich das jetzt hier anguckt. Ist ja richtig die Katastrophe, die wir damals befürchtet haben, dass sie hierher kommt. Alles tote Bauten, irgendwie tote Plätze und vor allen Dingen, es ist ja alles, wie man hier sieht, im Privatbesitz. Ne? Also die Deals, die dahinter liegen, die waren auch irgendwie total interessant, weil damals hat ja der Senat sozusagen hier, war ja im Besitz des Straßengrundstückes, irgendwie der hat dann das bebaut und zurück an die damalige Eigentümerstruktur gegeben. Das ist damals die Philipp Anschutz AG gewesen, die auch heute noch Eigentümer sind. Das ist, der Philipp Anschutz ist so ein rechtsklerikaler und homophober Typ irgendwie aus den USA, der seine Firma, die AEG, die haben das hier gekauft und haben auch irgendwie viele Probleme, glaube ich, beim Bau gehabt. Es sind ja einige Sachen hier beim Bau auch der Halle missachtet worden. Da wurde zum Beispiel nach amerikanischem Brandrecht gebaut. Also lieber nicht reingehen, Leute. Irgendwie, man weiß nicht, wie man da rauskommt. Gehst du da mit dem Rolli rein, irgendwie die Fluchtwege sind auch richtig scheiße. Da kannst du dich runtertragen lassen. Also wenn es da richtig mal knallt oder sowas, dann geht's bergab. Und also so ist es halt eben jetzt hier geworden, beider Seiten der Spree. Nichts von dem, was wir damals gefordert hatten. Mit 30.000 Stimmen waren wir ja so gut legitimiert wie der Bürgermeister damals. Der hatte auch seine 30.000 bekommen und trotzdem ist nichts passiert. So, also die Initiative gibt es zwar immer noch, die ist heute leider nicht hier. Und die puzzelt auch immer noch an sozusagen Restergebnissen rum, dieses Bürgerentscheids. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwie daraus irgendwie alle gelernt haben und merken, dass man nicht jeden Bürgerentscheid durchführen kann, dass man mit Politik irgendwie nicht reden kann, weil die Politik macht natürlich irgendwie die Gesetze, die die Investoren brauchen und das Ergebnis haben wir hier überall um uns herum vor der Nase. Niemand hilft das, niemand braucht das, aber es passiert trotzdem. Ich hoffe, es kommt auch irgendwann wieder weg oder irgendwann holen wir uns die Spree zurück.